Ja, hallo und willkommen zurück. Heute ist der erste Tag nach den Sommerferien bzw. nach den Schulferien. Und es ist ein besonderer Tag, nicht nur wegen des Tages nach diesen 6 Wochen, sondern dass ich diesen Tag hier nutze, um am Abend, wie es jetzt gerade ist, hierher zu kommen. Und hier in der Nähe befindet sich der Ort, wo die Möglichkeit besteht, um, wie es hier steht, Blut zu spenden. Und ja, passend dazu habe ich auch eine rote hier Jacke, das ist eine Trainingsjacke. Da ging ich da regelmäßig in den Turnverein mit meinem Spitznamen von Henry. Ori, das ist ein Fußballspieler. Nun, mit dem habe ich jetzt überhaupt nichts zu tun, aber die französische Sprache ist eine sehr interessante Sprache. Nun, Blut spenden, und zwar aufgrund von dem Datum, welches hier zu entnehmen ist. Seitdem habe ich damit begonnen, das ist auch das Datum, wo ich diese Ausbildung beendet habe, also die zweite Ausbildung in der landwirtschaftlichen Themenbereich. Und hier ist nun das aktuelle Datum zu sehen, beziehungsweise, wie ich so entnehme, ist es gar nicht hier aufgeführt. Heute ist der 16.08.2021. Muss ich dann noch schauen, warum sie das nicht eingetragen haben. Aber nichtsdestotrotz bin ich noch hierher gekommen. Ich habe dann noch ergänzend dazu noch etwas zu trinken zu bekommen und auch noch entsprechend Verpflegung. Und ja, das ist hier aufgeführt. Das ist hier noch die Entnahme, also einfach Blutprobe genommen, ist hier schön zu sehen. Und das andere ist hier am Arm. Das sollte, gute Frage, vielleicht, genau, sollte man das sehen können. Genau, hier müsste es sichtbar sein. So. Da ist sichtbar, dass ich da entsprechend einen Namen gemacht habe. Und somit ist das jeweils messen. Und zudem gehe ich hierher, weil hier in der Nähe, das sind nur wenige Schritte, weil dort hinten ist der Ort, wo die Möglichkeit besteht, um Blut zu spenden. Und dann hier ist der Ort, wo sich der Friedhof befindet. Und hier hinten ist das Grab von der Person, in der ich bisher am längsten zusammen gelebt habe, die dann verstorben ist. Und es ist in der Tat mein Großvater, also die allererste Person in dem gleichen Haushalt, die verstorben war. Und hat auch sehr viel dann mein eigenes Leben geprägt, und demzufolge ist hier das einfach so festzuhalten. Nun, in der Tat, aufgrund von diesem Blutgrupptyp, welcher hier ja aufgeführt ist, sollte sichtbar sein. Jetzt weißt du, welche Blutgruppe ich da entsprechend habe, aufgeführt. Genau. Und gehe hier ein paar Schritte. Es wird langsam auch etwas kühl, aber das ist ja soweit auch kein Problem. Demzufolge ist es auch gerade gut, dass ich das tue. Ich nutze zudem eine andere App noch auf dem anderen Smartphone, wo dann entsprechend angezeigt wird. Das ist hier zu sehen. Sollte angezeigt werden, dass ich aktuell hier mit dieser App unterwegs bin, und da steht drauf, dass ich da, sollte sehen sein, genau, hoppala, über 10.000 Schritte gelaufen bin, ist hier aufgeführt, genau. Also eine App, die noch die Schritte misst, ist noch eine interessante Ergänzung. Ja, ich verfüge über 2 Telefone, um einige Sachen zu testen. Auch das gehört tatsächlich zu. Hier jetzt diese unterschiedlichsten Gräber von unterschiedlichen Personen. Und in der Tat hat mich es schon noch etwas erstaunt, dass es da teilweise
Menschen dabei sind. Also ich schaue, ging nicht nur zu dem Grab meines Großvaters, sondern einfach noch herumschauen, dass es da teilweise Personen zu sehen sind, die tatsächlich jünger sind, als ich es bin. Das ist sehr beeindruckend, sowas zu erfahren, sowas zu sehen zu können, aber tatsächlich entspricht es der Tatsache. Ja, nun, in dieser Woche beginnt natürlich auch wiederum für mich jetzt ein interessanter Lebensabschnitt. Einfach schon deswegen, dass es natürlich aufgrund von dem gewählten EA-Kurs, also die erweiterte Allgemeinbildung, die es mir dann ermöglicht, mit dem Bestehen mindestens eine 4, dass ich dann schulisch eine Stufe weiterkomme, etwas, was ich bislang so ja, noch nie geschafft habe, respektive noch nie damit befasst habe. Und hier gibt es viele Ideen, Energie, Kraft, die ich sonst ja, einfach nirgends habe, sondern da weiß ich, hey, ich bin da in einem Ort, ich kann da einiges bewegen, ich kann da einiges tun. Die Situation muss ich einfach für mich selbst dann richtig nutzen. Ja, jetzt gerade der Blick hier auf diese Kulisse. Ja, eines Tages wird es so sein, die Bäume, die leben länger sich, ob schon aus plötzlichen Gründen, weiß ich auch nicht, aber ein Baum lebt länger als der Mensch. Also die Zeit, die wir hier sind, ist schon sehr kurz. In dem Folge sollte das auch so genutzt werden. Allein hier ein Grab ist 10 Jahre älter als ich. Ja, nur 10 Jahren. Gut, da ist jemand sehr alt geworden. 99. Ja, es ist erstaunlich. Aber letztendlich kann das niemand wirklich beeinflussen, wie alt der Mensch wird. Jeden Tag aufs Neue versuchen, das Beste zu tun, zu machen, mit guten Gedanken, weil die schlechten Gedanken, die hat ja jeder, auch ich. Aber ich versuche zudem etwas Gutes zu tun. Hier eine interessante Pflanze, da ich ja gerne bin, nennt sich diese Pflanze, die hier so schön daherkommt, ist die Sommerflieder. Und obwohl der lateinische Name ist ein Bestandteil von dieser Gärtnerausbildung, Landschaftsgärtner, kenne ich diese immer noch, obwohl ich diesen nicht mehr gelernt habe, sondern ich habe sie einfach mit dem Phase 6 gelernt. Das ist eine Software, eine Lernsoftware, um Vokabeln zu lernen, von einem Gymnasiallehrer erhalten, auch befreundet mit meinem Großvater. Der hat mir einmal beim Geburtstag ja, Gespräch, so gefragt, was ich tue, wie es mir geht beim Lernen. Dann hat er mir diese Software gegeben und dort habe ich einfach, weil die Software ist eine Lehrersoftware und da ging es darum, Begriffe einzutippen, um diese zu lernen. Und da habe ich einfach diese lateinischen Namen, die sind insgesamt von 44 eingetippt. Und eine davon ist die Sommerflieder und der lateinische Name ist der Buddleia Davidi. Ja, so kam ich mit Latein in Kontakt, obwohl das eine Sprache ist, die ich später erfahren habe, die im Gymnasiumunterricht unterrichtet wird. Und ja, trotzdem habe ich als gerne ehemaliger Realschüler Latein gelernt. Und in jedem lateinischen Namen der Pflanzen verbirgt sich andere Namen, teilweise französische Begriffe, teilweise Englische Begriffe und teilweise sogar spanisch-italienische Begriffe, aber natürlich versteckt. Eben Buddleia Davidi, der Sommerflieder, passend, wir haben jetzt auch Sommer.
Also es gibt einfach immer wieder auch Zufälle, die dazu führen, das hier zu nutzen. Lorbeer, ja, da gibt es etliche Pflanzen, die da entsprechend passen. Nun, ja, der Lavendel ist hier zu sehen, auch sehr schön. Ja, da gibt es etliches, hier aufgeführt ist. Jedenfalls gibt es wieder Energie, Kraft, gerade zu Beginn und mit der Blutspende. Ja, rot, wie treffend, nicht wahr? Damit kann ich etwas Gutes zurückgeben und empfehle dir, sofern die Zeit musst du dir einfach nehmen, Friedhof zu besuchen. Es gibt ein Buch, was ich damals gekauft habe. Es geht um 52 Denkfehler. Und in diesen 52 Denkfehler, also im Prinzip war es ursprünglich 52 Artikel in einer Zeitung in Deutschland, und das wurde dann einfach, weil es das zu einem Buch verfasst. Und in diesem ersten, allem ersten Kapitel, der erste Denkfehler ist, dass jeder von uns einfach den Friedhof besuchen sollen, da auf dem Friedhof so viele Ideen sind, die einfach Ideen geblieben sind und nicht umgesetzt worden sind. Und alles das gemäß dem Autor, was wir von außen auf uns kommt, also in der Zeitung, im Radio, durch Kontakte von Personen oder jetzt neuerdings auch durch das digitale Medium, wie auch YouTube, ich trage dazu bei, klar, verfügen sie über mehr Wissen, dass sie das tun können, weil meine Eltern würden sowas nie tun, also meine Mutter nicht und mein Vater schon gar nicht, da er gar kein Smartphone hat und es auch nicht bedienen kann. Also habe ich dem gegenüber schon Vorteile. Ja. Aber andererseits auch Nachteile, weil das erschwert diese Situation, in der ich mich befinde. Und einfach auf das Wenige zu achten. Im Prinzip habe ich schon mehr, als meine Eltern haben, bezüglich auf schulische Bildung. Aber beruflich gesehen haben sie mehr. Sie haben damals durch einen Großvater in den 50er Jahren, zwischen 40 und 50er Jahren, haben sie den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen und haben einfach diesen landwirtschaftlichen Viert möglichst gut geführt bis heute, weil dieses Jahres hat es mein Bruder übernommen und die haben mich auch so gefragt, ob ich Interesse hätte, da mit meinem Bruder zusammen, weil ich ja die landwirtschaftliche Ausbildung abgeschlossen habe, diesen gemeinsam zu bewirtschaften. Und ich habe einfach gewusst, für meinen Bruder, der hat diese Idee, diesen Traum, den landwirtschaftlichen Betrieb zu führen, schon seit er 10 war. Und es wäre nicht richtig gewesen, einfach weil ich jetzt so Mitte oder anfangs der 30er Jahre, weil mit 30 habe ich ja diese landwirtschaftliche Schule angefangen, da als Quereinsteiger zu kommen und zu sagen, ich will da auch mit beteiligt sein. Das wäre nicht richtig, da ich andere Interessen habe und so ist es die beste Lösung. Ich bin auch nicht ich helfe einfach mit auf dem Betrieb und mache noch diesen zusätzlichen Kurs. Und das ist einfach erweitertes Wissen, wird jetzt in jedem Alltäglichen nicht benötigt. Es hilft einfach, über Zahlen, Fremdsprachen, Informierte besser zu wissen, aber wirklich, ich mache andere Gedanken, die ich sonst nicht gemacht hätte. Aber im Grundsatz ist es, wie es so schön heißt, nutzloses Wissen. Aber
um schulisch weiterzukommen, braucht es dort mindestens eine 4, um dann die Matur machen zu können. Und mit Matur öffnet sich eine Tür, die ansonsten für einen Berufsausbildner, also jemand, der ein EFZ verfügt, nicht zugänglich ist, auch nicht mit Geld. Und das habe ich erst viele Jahre später verstanden, nach meiner Erstausbildung. Also, ja, und sowas tun meine Eltern auch nicht. Also in diesem Sinne, einfach Sachen zu tun, was existiert, was früher so noch nicht getan wird. Genau, also das ist die konstante Entwicklung, konstant daran zu arbeiten. Und ich bin selbst jetzt schon gespannt, wie es in einem Jahr sein wird. Und ich habe selbst Videos angeschaut von früher, die ich aufgenommen habe. Und es ist schon erstaunlich, weil ich mich so oft gefragt habe, hey, der Typ, der da, ich da im Jahr 2012 und so aufgenommen habe, schon spannend, wie ich damals gedacht habe und zum heutigen Denken. Also das Denken an sich hat sich verändert. Und ein Buch in die Hand zu nehmen und es zu lesen, statt einfach nur auf den Knopf zu drücken und etwas anzuschauen, eine Sendung, ist ein wesentlicher Unterschied. Es braucht viel mehr Gedankenschmalz, Hirnschmalz, Energie, um einfache Dinge zu verstehen. Ja. Okay. In diesem Sinne esse ich jetzt noch etwas und trinke etwas und freue mich dann aufs nächste Jahr, wenn es um die Blutspende geht. Okay. Guter Start ins neue Schuljahr oder ansonsten ins Berufseinstieg. Ist immer spannend, neu zu beginnen, neu zu starten. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, viel Freude, Glück nicht, weil das kommt automatisch, sobald du Freude daran hast, an das, was du tust. Das ist die Hauptsache. Du musst Freude haben, egal was von außen kommt, egal was auf anderen Webseiten stehen für Versprechungen, für Zahlen. Du musst Freude daran haben, was du tust. Toi, 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 ich glaube an dich und bis demnächst.